Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen und in unserer Videoreihe Engagement organisieren. Ihr engagiert euch für einen guten Zweck oder ihr wollt damit loslegen, zum Beispiel den letzten Laden im Dorf erhalten oder Musikunterricht für Kleinkinder anbieten oder Naturfreizeiten für Jugendliche aus der Stadt organisieren. Wir möchten euch behilflich sein. Dazu stellen wir euch unterschiedliche Rechtsformen vor, mit denen ihr eure Aktivitäten unter ein Dach bringen könnt und geben euch hoffentlich gute Impulse für die Entscheidung, welche dieser Rechtsformen am besten zu euch passen würden. Schnell stößt man bei seinem individuellen Engagement an rechtliche oder organisatorische Grenzen. Aber was klein anfängt, kann ganz schnell groß und umfangreich werden. Und dazu ist man lieber gut aufgestellt. In den bisherigen Videos dieser Reihe geht es um Vereine, Stiftungen und sogar Firmen. Jetzt schauen wir uns was ganz Eigenes an, die Genossenschaft. Eine Genossenschaft ist ein offener Zusammenschluss von Personen, die ein Geschäft betreiben, um die wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Belange der Mitglieder zu fördern. Abonniert die Stako bei YouTube, wenn euch gemeinnütziges Engagement interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen können, brauchen wir unseren Willi. Hi Willi! Der Willi wohnt auf dem Dorf. Und direkt bei ihm um die Ecke gibt's den einzigen Dorfladen. Den betreibt Josef oder Onkel Jupp, wie die Leute hier sagen. Bei Onkel Jupp gibt's alles für den täglichen Bedarf zu kaufen. Brot und Brötchen von der Bäckerei, Gemüse vom Landwirt und das Fleisch vom Metzgermeister. Alles aus den Nachbardörfern. Die Zeitung, ein Pfund Kaffee, Küchenpapier und Waschmittel bekommt man auch bei Jupp. Willi kauft jeden Morgen sein belegtes Brötchen, eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen und die Tageszeitung. Für die Kinder aus dem Dorf gibt es ein großes Bonbonglas am Tresen und die Jugendlichen, so munkelt man, kaufen ihre Kondome bei Onkel Jupp, ohne dass die Eltern was davon erfahren. Und vor allem die älteren Semester kaufen bei Jupp. Ganz schön praktisch, wenn man selbst kein Auto fährt. Wie alle anderen auch, kommt Willi einfach gerne zu Onkel Jupp. Onkel Jupp, so sagen die Leute schon seit über 40 Jahren. Und so lange betreibt er den Laden auch schon. Und Onkel Jupp ist auch nicht mehr der Jüngste. Er will eigentlich schon seit einer ganzen Weile seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Nur hat sich leider bisher niemand gefunden, der seinen Laden weiter betreiben will. Der Laden und das Einfamilienhaus drumherum gehören Jupp selbst. Das soll auch so bleiben. Dafür hat er ja schließlich jahrzehntelang gearbeitet. Und er will auch in seinem Haus keinen 1-Euro-Shop oder Schnellimbiss, geschweige denn den Laden zu Wohnraum umbauen lassen. Die Leute kommen doch so gerne. Und finanziell war der Laden bei allen schwierigen Zeiten immer gut aufgestellt. Und auch die Susi, eine junge Mutter aus dem Ort, soll ihren Halbtagsjob bei Jupp nicht verlieren. Eigentlich soll alles bleiben, wie es ist. Willi, du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, da müsste man doch mal. Willi, wie wär's denn mit dir selbst? Klar hast du schon einen Beruf. Du sollst ja auch nicht selber im Laden arbeiten. Das finanzielle Risiko ist zu groß. Du sollst das doch gar nicht alleine stemmen, Willi. Im Dorf kaufen doch nahezu alle, die einen seltener, die anderen täglich, im Laden ein. Und fast alle haben ein Interesse daran, dass man weiterhin im Dorf zu Fuß einkaufen gehen kann. Die Zeitung bekommt, ein Paket abholen oder aufgeben kann und wo man immer freundlich empfangen wird. Habt ihr im Dorf schon mal über eine Genossenschaft nachgedacht? Keiner von euch möchte allein den Laden betreiben. Das ist ja auch verständlich, ist nicht jeder dafür gemacht. Aber viele könnten den Laden unternehmerisch gemeinsam betreiben. Da muss zum Beispiel Geld aufgetrieben und Arbeit getan werden. Der Laden muss außerdem genug erwirtschaften, um Susi und stundenweise auch Aushilfskräfte zu bezahlen. Der Jupp wäre gerne bereit, die Pacht zum Selbstkostenpreis anzubieten, wenn sein alter Laden in seinem Haus erhalten bleiben könnte.
Warenwirtschaft, Bürokratie, Steuern, Personal, Verträge. Da kommt zwar was zusammen, Willi, aber Onkel Jupps Laden ist tragfähig. Und hier bei euch im Dorf hast du viele engagierte Freunde. Das könnt ihr doch zusammen stemmen. Und genau für sowas sind Genossenschaften da, Willi. Ein alter Spruch sagt, eine Genossenschaft, das ist, wenn die Kunden zugleich die Eigentümer sind. Und würde das nicht total zu eurem Dorf passen? Die, die sowieso ein- und ausgehen, denen gehört der Betrieb dann auch. Und was er abwirft, kommt dann allen zugute. In Form von Waren, bessere Ausstattung. Eine neue Kaffeemaschine könnte der Laden schon vertragen, oder Willi? Und wenn Gewinn überbleiben sollte, dann kann der sogar an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Willi hat tatsächlich seine Leute zusammenbekommen, die bereit wären, in den Erhalt des Ladens zu investieren. Ja, was macht er jetzt, Willi? Eine Genossenschaft gründen. Eine Genossenschaft, das ist eine besondere Art von Unternehmen. Es ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern auf die Belange der Mitglieder insgesamt, nicht nur ihre wirtschaftlichen Interessen. Du kennst das von Genossenschaftsbanken oder Raiffeisenmärkten, Willi. Viele tun sich zusammen für etwas, was Einzelne nicht stemmen könnten. Rechtlich ist eine Genossenschaft ein Kaufmann im Sinne des Handelsrechts, also ein Unternehmen. Schaut euch dazu gerne unser Video zu den Firmen an. Aber es ist nicht irgendein Unternehmen, sondern sogar eine juristische Person. Willi und ihr und ich, wir sind natürliche Personen, also Menschen. Eine juristische Person ist eine fiktive Person, ein Phantom. Ein Phantom kann aber selbst nicht handeln, es tut ja nichts. Deswegen müssen auch die Genossenschaften von natürlichen Personen vertreten werden. Und so eine Genossenschaft kann einfach jeder gründen? Grundsätzlich klar, ein paar Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Eine Genossenschaft braucht natürlich erstmal Genossen. Klar, Willi, oder? Erinnert ihr euch an unser Video zur Gründung von Vereinen? Um einen eingetragenen Verein zu gründen, braucht es mindestens 7 Mitglieder. Für eine eingetragene Genossenschaft genügen 3. Die Gründungsmitglieder müssen einen gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Zweck verfolgen. In Willis Beispiel wäre der Zweck Erhalt eines Ladenlokals im Dorf. Der Genossenschaftszweck ist in einer Satzung festzuhalten. Die Satzung ist das Gründungsdokument der Genossenschaft, sozusagen ihr Innengesetz. Nach dem Genossenschaftsgesetz, Link wie immer in der Videobeschreibung, muss die Satzung der Genossenschaft mindestens enthalten die Firma, also den Namen und den Sitz der Genossenschaft. Den Genossenschaftszweck. Der Gesetzgeber nennt das den Gegenstand des Unternehmens. Bestimmungen über die Geschäftsanteile und die Einzahlungspflichten der Mitglieder. Die Bildung einer gesetzlichen Rücklage für die Deckung eventueller Verluste. Bestimmungen über die Nachschusspflicht der Mitglieder im Insolvenzfall, zum Beispiel durch einen Haftungsausschluss. Bestimmungen über Form und Durchführung der mindestens jährlichen Generalversammlung. Und Bestimmungen über die öffentlichen Bekanntmachungen der Genossenschaft. Viele nützliche Links zu Mustersatzungen und weiteren Informationen haben wir euch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Soweit klar, Willi? Mit mindestens 2 Gleichgesinnten kannst du eine Genossenschaft zum Erhalt von Onkel Jupps Laden gründen. Diese Genossenschaft muss eine nicht geschlossene Mitgliederzahl haben. Das heißt, dass sie dafür gemacht ist, dass sich weitere Mitglieder als Eigentümer anschließen können. Das heißt aber nicht, dass man jedem den Beitritt ermöglichen muss. Unter welchen Voraussetzungen man Mitglied werden, also Genossenschaftsanteile kaufen kann, das regelt eine Genossenschaft auch in ihrer Satzung. Und umgekehrt natürlich auch, wie man seine Genossenschaftsanteile verkaufen und aus der Genossenschaft wieder ausscheiden kann. So eine Genossenschaft ist besonders demokratisch aufgebaut, Willi. Nach dem Gesetz hat nämlich jedes Mitglied genau eine Stimme. Egal über wie viel Kapital, also Geschäftsanteile, man verfügt. Abweichungen davon
Sogenannte Mehrstimmrechte dürfen nur unter besonderen Voraussetzungen in die Satzung aufgenommen werden. In der Satzung kann auch bestimmt werden, dass es Mitglieder mit rein finanziellem Interesse gibt. Investierende Mitglieder, die dafür aber kein Stimmrecht in der Generalversammlung haben. Du siehst, Willi, bei der Genossenschaft gibt es sehr großen Gestaltungsspielraum. Und wie immer stellt sich die Frage, wer trifft Entscheidungen für die Genossenschaft und wer darf für diese juristische Person handeln? Das oberste Beschlussgremium, man sagt Organ, der Genossenschaft ist die Generalversammlung, also die Versammlung aller satzungsmäßigen Mitglieder. Sie muss mindestens jährlich einberufen werden, und zwar im ersten Halbjahr jedes Geschäftsjahres, so das Genossenschaftsgesetz. Das Gesetz sieht zwei weitere Organe vor, einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Vorstand ist zur Vertretung der Genossenschaft nach außen berechtigt. Bei Genossenschaften mit bis zu 20 Mitgliedern kann der Vorstand aus einem Mitglied bestehen. Ab 21 Mitgliedern müssen mindestens zwei Mitglieder den Vorstand bilden. Die Satzung kann eine höhere Personenzahl für den Vorstand bestimmen und alle Vorstandsmitglieder müssen selbst auch Mitglieder der Genossenschaft sein, Willi. Dasselbe gilt auch für den Aufsichtsrat. Er ist das Kontrollgremium der Genossenschaft. Bei Genossenschaften mit bis zu 20 Mitgliedern kann durch Satzung auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden. Dann übernimmt die Generalversammlung als oberstes Organ die Kontrollaufgaben selbst. Ab 21 Mitgliedern besteht ein Aufsichtsrat aus mindestens drei Personen. Eine höhere Personenzahl kann auch hier in der Satzung bestimmt werden. Also Willi, bring die Leute zusammen, entwerft eine Satzung, einigt euch auf einen Vorstand und bei Bedarf auf einen Aufsichtsrat. Und dann kann es fast schon losgehen. Du hast aber schon gemerkt, Willi, die Genossenschaft hat ganz schön viele Gemeinsamkeiten mit den anderen Rechtsformen, über die wir gesprochen haben. Mit den Vereinen, denn auch die Genossenschaft hat Mitglieder. Mit den Unternehmen, denn auch die Genossenschaft unterhält einen Geschäftsbetrieb. Sogar mit der Stiftung, wenn die Genossenschaft über Vermögen verfügt. Schaut euch auch gerne nochmal dazu unsere Videos an. Die Genossenschaft ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Rechtsformen, denn man kann fast alles mit ihr realisieren. Weil das sehr komplex sein kann und damit die Anteile der Mitglieder wirtschaftlich sicher sind, muss jede Genossenschaft einem Prüfungsverband angehören. Eine Liste der möglichen Prüfungsverbände findet ihr im Link in unserer Videobeschreibung. Dieser Verband prüft unter anderem die Jahresabschlüsse der Genossenschaft, ist also eine externe Kontrolle im Interesse der Genossenschaftsmitglieder und der Öffentlichkeit. Apropos Öffentlichkeit, Willi. Erinnerst du dich noch an das Vereinsregister für Vereine und das Handelsregister für Unternehmen? Die Genossenschaft ist auch ein Unternehmen, Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches und muss demzufolge auch in einem öffentlich zugänglichen Register eingetragen sein. Das ist in dem Fall das sogenannte Genossenschaftsregister. Es wird bei den Registergerichten geführt. Und wo finden unsere Zuschauer eine Liste mit den örtlich zuständigen Registergerichten, Willi? Genau, in der Videobeschreibung. Und weil das Genossenschaftsregister so wichtig für die Öffentlichkeit ist, um etwas über die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft zu erfahren oder um herauszufinden, wem sie überhaupt gehört und wer sie rechtlich vertreten darf, hat der Gesetzgeber folgerichtig die notarielle Form für Eintragungen und Änderungen vorgesehen. Die Außenwelt muss ja Klarheit darüber haben, wem Onkel Jupps Dorfladen EG tatsächlich gehört und wer für sie vertretungsberechtigt ist. EG bedeutet übrigens eingetragene Genossenschaft. Onkel Jupps Dorfladen, das könnte eure Firma, also der Name eurer Genossenschaft sein. Die Firma als Name eines Unternehmens hatten Willi und ich euch in dem zugehörigen Video erklärt. Wie hoch die Gebühren und sonstigen Kosten für die Mitgliedschaft in einem Prüfungsverband sind,
für die notarielle Beglaubigung und die Eintragung und Bekanntmachung der Genossenschaft, das hängt von mehreren Faktoren ab. Ihr könnt euch aber hierüber beim Notariat eures Vertrauens erkundigen. Also Willi, nochmal eine kleine Checkliste. Erstens, Gründungsmitglieder finden, die bereit sind, das nötige Vermögen zusammenzubringen, um Onkel Jupps Dorfladen EG zu gründen. Kleiner Tipp, Onkel Jupp darf natürlich selbst auch dabei sein und zum Beispiel das Inventar und seinen Warenbestand als Anteile einbringen. Zweitens, Genossenschaftssatzung entwerfen und beschließen. Dazu könnt ihr bei Bedarf auch Beratung von den Prüfungsverbänden, vom Notariat, Steuerberatungsbüro oder der Anwaltskanzlei eures Vertrauens einholen. Drittens, die Mitgliedschaft in einem Prüfungsverband abschließen. Viertens, die Anmeldungsunterlagen für die Eintragung ins Genossenschaftsregister vorbereiten. Fünftens, für alle Vertretungsberechtigten, also den Vorstand, Termin beim Notar machen, persönlich und mit amtlichem Ausweis dort erscheinen. Und sechstens, die nötigen Gebühren und Auslagen bezahlen können. Und bis dahin wär's das für eure Genossenschaft schon, Willi. Bis zur Bekanntmachung der Eintragung in das Genossenschaftsregister führt Onkel Jupps Dorfladen EG noch den Zusatz IG, das heißt in Gründung. Mit der Bekanntmachung fällt dieser Zusatz dann weg. Herzlichen Glückwunsch, Willi! Ihr habt zusammen eine Genossenschaft gegründet. Ein Genossenschaftszweck kann übrigens auch gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne des Steuerrechts sein. Das ist steuerlich begünstigt und ergibt sich aus der Abgabenordnung. Sie ist das Gesetz über die Grundsätze des Steuerverfahrens in Deutschland. Und aus ihren Paragraphen 51 bis 68 gehen die Voraussetzungen für allgemeine Steuerbegünstigungen hervor. Da hat der Gesetzgeber eine lange Liste mit steuerlich begünstigten Aktivitäten, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder Brauchtumspflege, aufgeführt. Schaut doch mal nach, ob euer Genossenschaftszweck sich dort wiederfindet. Bei Genossenschaften muss der selbstlose, zum Beispiel gemeinnützige Zweck in der Satzung festgelegt werden, damit eine Mischung mit Privatvermögen insoweit ausgeschlossen ist. Willi und seine Dorfgemeinschaft haben weiterhin ihren Dorfladen. Susi bleibt im Laden angestellt und Aushilfen machen den Rest. Der Laden trägt sich selbst und wie mit den Gewinnen und Verlusten verfahren wird, das habt ihr in eurer Satzung geregelt. Starke Leistung, Willi! Personen schließen sich offen für einen Geschäftsbetrieb zusammen, der ihre wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Belange fördert. Da, wo die Eigentümer zugleich die Nutzer sind, das ist eine Genossenschaft. Selbst eine Genossenschaft zu gründen, das Verfahren bis dahin sollte für euch keine große Hürde mehr sein, finden wir. Deswegen haben wir alle nützlichen Links mit Checklisten, Mustern und Informationen wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Denn was der Willi kann, das könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar drunter. In dieser Videoreihe haben wir euch auch noch weitere Rechtsformen vorgestellt, in denen ihr euer Engagement organisieren könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.